Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich schon wieder und was soll ich euch sagen? Ich war im Action. Ich war im Action, im TD und beim DM und dann war der Postbote da und hat mir auch noch eine Kleinigkeit gebracht. Jo, und da ich ein netter Mensch bin, möchte ich meine Freude natürlich mit euch teilen und euch zeigen, was ich so gekauft habe. Ja, ich würde sagen, starten tun wir mit Action. Ich habe nicht viel gekauft, weil eigentlich brauchte ich nur eine Kleinigkeit. Ich brauchte nur Magnete. Ja, das sind keine Magnete. Das sind diese tollen Glitzerumschläge, die es endlich dann bei uns auch mal gab. Das ist irgendwie ganz komisch. Ihr kriegt immer so tolle Sachen in euren Action und ich muss immer wochenlang warten, bis es die dann bei uns auch mal gibt. Naja, jetzt habe ich sie bekommen, habe auch gleich einmal mitgenommen. Mehr gab es wieder nicht. Ja, auf jeden Fall einmal gab es und die habe ich mir dann gleich geschnappt. Ja, also einmal diese tollen Umschläge. Dann habe ich einmal mitgenommen, das ist nicht zum Basteln, sondern ein Fotoparty-Drop-Set. Ja, wir sind morgen auf einen Geburtstag eingeladen und ja, damit es danach schöne Fotos gibt, die man in ein schönes Mini-Album packen kann, ne? Ja, habe ich das mal mitgenommen. Das komplette Set, da sind 12 Teile drin, hat 79 Cent gekostet. Also, ja, fand ich cool, darum durfte das mit. Dann habe ich mitgenommen diese Tasche. Und als ich diese Tasche gesehen habe, musste ich an ein Flipbag denken. Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir diese hier öffnen, das Ganze nach oben kleben, das um diese Länge kürzen und eventuell innen noch ein bisschen ja, zusammenkleben oder wie auch immer, hat man doch ein super Grundgerüst für ein Flipback. Und darum habe ich die mal mitgenommen und ich meine, die hat 29 Cent gekostet. Ja, ich glaube ja. Schau mal, ob ich den Zettel habe. Ja, habe ich. 35 Cent hat die gekostet. Genau. Also 35 Cent und ja, ich denke. Das ist mir das Grundgerüst eines Flipbacks absolut wert. Ich werde das mal testen und das Ergebnis, jo, werde ich euch natürlich zeigen. So, was habe ich denn noch? Ja, ich habe diese Stempel bekommen. Es gab tatsächlich mal etwas Neues in unserem Action. Ich bin total begeistert. Nein, Twin Marker gab es immer noch nicht. Und die werde ich da wahrscheinlich auch nie bekommen. Ich weiß nicht warum. Naja, auf jeden Fall, ich habe diese Stempel bekommen. Und zwar einmal dieses Motiv. Und das finde ich schon richtig cool. Da bin ich mal gespannt, wie das ausschaut, wenn das koloriert ist. Ja, dann einmal dieses Motiv. Ja, fand ich auch richtig cool. Dann dieses Motiv. Das finde ich auch super schön, allein schon wegen den Federn. Finde ich richtig klasse. Und einmal dieses Motiv. Das finde ich auch richtig, richtig toll. Jo. Den Spruch finde ich schon klasse. Not perfect, but unique. Also das finde ich hier schon, ne? Ja. Die habe ich bekommen und ich weiß nicht, ob es mehr Motive gibt. Es gab nur diese vier Motive und ja, was die kosten, kann ich euch sagen, aber ich denke, das wisst ihr alle. Bim, 82 Cent, 85 Cent, irgendwie so. Ja. Okay, dann habe ich, ja, genau. Magnete gekauft. Dafür bin ich ja hingefahren, weil die, die ich beim letzten Mal gekauft habe, die habe ich auch schon soweit alle verarbeitet. Und das klappt richtig gut. Also der Tipp von Heike war wirklich super.
Man hat dann 24 Magnete für 99 Cent, also habe ich jetzt für knapp 2 Euro fast 50, also 48 Magnete. Ja, in verschiedenen Größen, kann man nicht meckern, denke ich. Und ja, darum durften die zweimal Netz. Dann habe ich einmal diese Mini-Fläschchen. Und zwar einmal mit diesem etwas gröberen Glitter. Ich habe ja nur dieses ganz feine und habe gedacht, ich nehme das mal mit und teste das mal an. Vor allem bei diesen Teilen, wo man, die jetzt so transparent sind wie die Einhörner und. Ja, da habe ich mir gedacht, ich teste mal dieses grobe Glitter. Und dann durften noch einmal mit diese Streuteile, die finde ich auch ganz schön zum Eingießen. Einfach mit in die zweite Schicht gemischt. Ja, darum habe ich die auch einmal mitgenommen. Jep, die durften dann auch einmal mit. Und außerdem finde ich diese Flaschen total cool und freue mich schon, wenn endlich mal eins leer ist. Aber irgendwie bekomme ich die nicht leer. Ja, damit möchte ich nämlich auch mal was ausprobieren. Jawohl. So, dann durfte einmal mit Glitter in 6 verschiedenen Farben. Davon habe ich mittlerweile 3 und ich brauche immer nur das Weiße. Ja, bei einem habe ich das andere schon angebrochen und bei dem anderen habe ich das andere nicht mal angebrochen, sondern nur das Weiße leer gemacht. Ja, blöd, ich sollte mir mal nur weißes Glitter kaufen, aber ja, für 79 Cent, ne, kann man da ja auch nicht viel falsch machen. Vielleicht fülle ich das einfach mal ab oder ja, schauen wir mal. Das durfte auf jeden Fall auch einmal mit. Und ja, das war auch schon mein Action-Einkauf, sehe ich gerade. Die Tüte ist leer. Dann habe ich noch ein bisschen was vom Teddy. Aber das ist auch nicht viel. So, ich habe einmal diese Perlen. Die fand ich ganz schön. Das sind 20 Gramm. Ja, für 1 Euro. Und die durften dann einmal in Weiß mit. Die fand ich ganz niedlich. Und einmal in Lila. Ja, fand ich ganz schön. Und darum durften die beiden auch einmal mit. Dann gab es mal wieder, oh mein Gott, Washi-Tape. Moment. Ich habe mehr Washi gekauft. So. Ja. Ich habe doch noch was gefunden vom Action, aber das zeige ich euch gleich. Ja, es gab Washi-Tape und zwar einmal dieses und das fand ich ganz schön. Mit dem Gold. Dann habe ich doch noch beim Action Washi gekauft. Das habe ich gestern aber schon gekauft und ganz vergessen. So, genau. Dann gab es einmal dieses. Und da fand ich auch die Farbe richtig klasse. Und ich mag dieses schmale Band im Moment für meinen Planer natürlich. Ne? Ja, und hier grün geht natürlich immer. Tupfen und Röschen oder Blümchen. Ja, das durfte dann auch einmal mit. Und dann durfte einmal dieses mit. Ein bisschen Bling Bling und Glitzer. Ja. Das durfte dann auch noch einmal mit. Ja. Dann durfte mit diese Teile. Und zwar steht drauf Platzkarten. Und die kann man hier raustrennen. Seht ihr das? Und das fand ich richtig cool. Und zwar, erstmal kann man die mit raustrennen und die könnte man ja dann als Tag. Man macht hier ein Loch rein und dann benutzt man die als Tag. Oder man klappt das einfach um und klebt das oben auf, zum Beispiel auf ein Goodie-Bag oder so und kann dann da noch was draufschreiben. Also, ja, die habe ich dann zweimal mitgenommen und die fand ich ziemlich cool, weil ich bin mittlerweile so verrückt. Ich gehe in den Laden, sehe etwas und denke, was könnte ich daraus basteln? Geht es euch genauso? Dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, damit ich nicht denke, ich habe alleine einen an der Waffel.
Also, die durften auch zweimal mit und die haben gekostet, wo steht es denn da? 50 Cent. Ja, und es sind 8 Stück drin. Ja, fand ich cool, durften mit. Ja, und um meine Perlen einzusortieren und die kleinen Glitzerfläschchen, habe ich mir dann nochmal so eine Dose mitgenommen, die sich mittlerweile hier schon, ja, stapeln. Da muss ich mir dann auch nochmal was einfallen lassen. Nee. Ja, dann durfte das einmal mit. Und das fand ich ganz schön vom Design her. Aber es hat natürlich auch einen Sinn, warum das mit musste. Und zwar ist mir aufgefallen, gestern ist so viel bestellt worden und so viel angefragt worden. Und ich verliere da mittlerweile so langsam den Überblick, wer was haben möchte. Und ja, darum habe ich mir mal dieses schöne Büchlein gekauft, wo ich mir dann immer notieren kann, wer bekommt was und warum und wieso und weshalb. Genau, darum durfte das mit. Ja, das war auch schon mein Teddy-Einkauf. Wie gesagt, es war heute gar nicht so viel. Und dann war ich noch im DM. Da habe ich diese beiden gekauft. Ja, das sind diese Sticker-Sets. Einmal Geburtstag, einmal Everyday. Und ja, die fand ich ganz cool. Diese Motive sind da drin. Das sind alles Sticker zum Verschönern von Alben. Und ich finde die auch cool, um damit halt, ja, Karten zu dekorieren, ne? Ja. Einmal diese Motive und einmal diese Motive. Und ja, finde ich richtig cool. Und darum durften die auch noch mal mit. Ja, und das war dann so mein kleiner Einkauf. Und dann war der Postbote da und hat mir auch noch eine Kleinigkeit gebracht. Und das finde ich richtig cool. Und zwar hat er mir einmal Rila Kuma gebracht. Ja, und zwar Sticky Notes. Die sind doch super süß. Richtig, richtig putzig. Und dann kann man die so zusammenklappen und hat dann so ein kleines Buch. Und das, ja, fand ich total niedlich. Habe ich jetzt auch nur fast 3 Wochen drauf gewartet. Aber, ne, ihr kennt das ja. Dafür ist der Preis natürlich mega. Ja. Einmal Rila Kuma. So, und dann hat er mir gebracht eine Silikonform und die ist der Hammer. Da sind drin einmal Stöckelschüchen, ein Fächer und eine Handtasche. Ladies, die ist doch wohl mal der Oberkracher. Also da freue ich mich schon. Heute wird ja noch gegossen. Und ja, da werden dann natürlich die Reste von. Ja, und dafür finde ich diese Form einfach mega klasse. Reste rein, ja. Und finde die richtig super. Mal schauen, was ich dann mit den Teilchen anfange. Aber da wird mir schon was einfallen. Und dann habe ich das bekommen. So. Und jetzt schaut mal. Sind die nicht der Brüller? Ich flipp aus. Frösche! Ja! Ich kann nicht mehr. Die sind doch wohl der Oberhammer. Ui. Die sind so cool. Ja, es sind dann auch wieder so Emojis, würde ich mal sagen. Jeder hat einen anderen Gesichtsausdruck. Den verstehe ich nicht so ganz, aber ich glaube, der pfeift. Ja, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, hier ein Regenschirm. Der versteckt sich irgendwie. Finde ich aber auch cool. Und da auch nochmal. Ja, also die finde ich richtig cool. Und das Coolste ist, diese kleinen Teile, die kann man auch alle eingießen. Hier so einen kleinen Schnauzbart, eine Krone, Schleifen, ein Blümchen. Ja, hier diesen Regenschirm.
Schmetterlinge, Herzchen, Sternchen. Hier, das sind so Musiknoten. Und das finde ich ja mal richtig cool. Da kann man dann diese kleinen Teile eingießen und später dann praktisch auf diese Teile draufkleben. Das werde ich natürlich auf jeden Fall mal testen, ne? Ja, und die ist natürlich der Oberhammer. Da freue ich mich auch schon wie ein Schneekönig, die einzugießen. Ja, ihr Lieben, und das war's. Ich verabschiede mich und werde jetzt an meinen Resin-Tisch sprinten, um meine schönen Formen natürlich auszuprobieren und ja, eure Bestellungen einzugießen. Und darum sage ich jetzt bye bye, bis zum nächsten Mal.